Servus Leute, hier ist der Racer und willkommen zurück zu Gran Turismo 6. Ja, heute gibt es ein GT500-Rennen. Das ist die japanische GT-Meisterschaft, die, ja, nicht 1 zu 1, aber ist, ja, so ähnlich wie die DTM ist. Die Rennen sind halt mehr Langstreckenrennen als, ja, als Sprintrennen wie die DTM. Aber mal schauen, was sich machen lässt. Ich habe vorhin schon gesehen, dass dieser Emoide oder wie auch immer er heißt, der da vorne, der im Vordern von den gelben Supras, um einiges schneller fährt als ich. Also der wird mich auf jeden Fall abziehen. Die Frage ist, wie ich mich im Vergleich zum Rest vom Feld schlagen werde. Ich bin jetzt in der Lobby noch nichts gefahren, sondern bin rein im Vergleich und alle anderen haben halt schon gefahren gehabt. Ein paar Rennen. Und drum einfach mal schauen, was jetzt rauskommt. 5 Runden lang geht's. Ich fahre einen Nissan GTR GT500 Base Modell, also mit eigener Lackierung, in Mitternachtsblau. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist vielleicht bei dem Wagen jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich das Getriebe nicht umgestellt habe. Oh doch, ich habe es sogar umgestellt. Allerdings nicht gut genug. Weil normalerweise ist bei den GT-Wagen, bei den japanischen, bei 300er Drehzahlbegrenzer. Und ich fahre jetzt immerhin schon mal bis 320, was 20 km/h mehr ist als Standardeinstellung. Aber anscheinend reicht es im Windschatten nicht. Ohne Windschatten bin ich nicht mehr über 300 gekommen, also ist jetzt ein bisschen Pech, dass ich vorher beim Testen keinen Windschatten hatte. Weil da hat es auf jeden Fall gereicht. Und zwar locker. Da waren meine Zeiten auch ziemlich gut, würde ich sagen. War halt schlechter als der Emoide, aber sonst eigentlich auf dem Niveau der anderen. Wow, gut, dass ich da durchfahren konnte. Weil es den gedreht hat und es hätte knapp werden können, wenn ich da jetzt nicht Glück mit dem Ghost-Modus gehabt hätte. 6. von 11 nach 2 Runden. Geht eigentlich ganz gut. Ist natürlich auch jetzt wieder nicht top gefahren, da ich ja Gran Turismo wie immer hauptsächlich für die Let's Plays gerade fahre. Und nicht so. Aktuell bin ich hauptsächlich am Battlefield zocken, da nehme ich allerdings nichts auf. Ja. Mal schauen, was sich noch reißen lässt. Vielleicht, wenn vorne wer Probleme kriegt. Zum Beispiel der eine da. Franzose, der die ganze Zeit schon Probleme hat. Jetzt bin ich mittlerweile in den Top 5 von 11. 6 Sekunden hinter der Spitze. Ich habe leider keinen Windschatten, aber an sich sieht es nicht so schlecht aus. Ja, ich habe ja gerade noch das freie Training von der Formel 1 zum großen Preis von Bahrain geschaut. Ja, dann rede ich dazu halt noch ein bisschen was. Ist Mercedes, ist halt wie immer weit vorne. Aber dahinter ist es halt knapp bis zum geht nicht mehr. Das große Problem ist einfach Mercedes. Die nehmen die Spannung. Wenn die auf dem Niveau der anderen wären, das wäre so spannend, ey. Wirklich, wenn man sich die Zeiten anschaut, Mercedes eine Sekunde vorne. Und dann innerhalb von einer halben Sekunde 12 Autos. Da fragt man sich, wegen was die Spannung teilweise fehlt. Fragt man sich hier auch. Hier liegt es aber, glaube ich, an mir, bei mir. Also bei Gran Turismo. Weil ich einfach nicht auf dem Niveau von den vor mir fahre. Und die hinter mir nicht auf meinem. Wobei, das war ein Riesenfehler da mitten in der Kurve gerade. Oh mein Gott! 2 Riesenfehler! Wird doch wohl vor den DTM-Typen bleiben können. Wobei, der wirkt für mich ziemlich schnell.
Hat er gewartet und wollte unbedingt in der letzten Runde nochmal ein Comeback machen? Oder hat es den am Anfang gedreht? Weil ja, ich habe eine Sekunde verloren, also war nicht grandios gefahren jetzt die Runde bis jetzt, aber es wundert mich, dass der sowas von viel schneller ist als ich. Ah, die Supras sind so unfair, die sind sowas von viel schneller. Leider noch verloren, jedenfalls halt einen Platz. Ja, wenn man sich das anschaut, Supra, 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 Supra. Ich bin der Beste nicht Supra, was meiner Meinung nach dann wieder super Ergebnis ist. Weil ich habe alles geschlagen, was ging. Bester GTA. War ja noch... Was war noch dabei? In Z... In oh, der ist natürlich... Normalerweise ist der ganz hinten der Beste, aber... Naja, scheiße gefahren. Ja, der Beste nicht Supra. Ziel erreicht auf jeden Fall für das Rennen. So, ich bin jetzt mit noch einem zweiten Rennen in der gleichen Lobby zurück. Und was gibt's zu sehen? Es gibt irgendwie noch mehr Supra. Und ich habe immer noch keinen Supra. Ich denke, da muss ich mir wohl noch einen anschaffen, falls ich nochmal GT 500 fahren sollte. Die hinteren Startplätze sind übrigens deswegen, weil ich mich immer direkt vorm Rennen in die Box stellen lasse, dass Lag vermieden wird, weil dann laggt es anscheinend weniger. Das bringt mir halt leider nichts, wenn ich dafür dann immer hinten starte. Aber immer noch besser, als wenn es rumlaggt. Und so schlimm ist jetzt ein Startplatz hinten auch nicht. Geistmodus ist wieder an, das ist gut. Weil es die ersten schon dreht. Und ich bin wieder Sechster nach der ersten Kurve. Bisschen schlecht gebremst in der Kurve, aber geht. Ja, ich habe das Getriebe umgestellt. Man merkt es vielleicht auch schon, weil ich jetzt in ganz anderen Drehzahlen bin in den Kurven. Und mein Auto ist, glaube ich, ein bisschen schneller geworden, aber unstabiler auf der Hinterachse. Also, ich habe vor allem in den langsamen Kurven, in den S's da links halt, beim Highspeed-Ring, Riesenprobleme, mein Auto auf der Bahn zu halten, weil es mich schnell wegdreht. Oh, das war schon wieder scheiße gefahren. Natürlich auch wieder alle hinter mir im Supra. Ja, war zu erwarten. Schauen, wie ich an dem dranbleiben kann. Oh, wow, wow, wow. Das war mein Fehler. Das ist der so hoch wie ein Formel-1-Wagen klingt. Oder wie die alten Formel-1-Wagen, die neuen klingen ja für den Arsch. Das ist übrigens ein HSV, das ist der neue Honda. In der JGTC. Die hatten früher die NSX und waren damit eigentlich auch ziemlich erfolgreich. Haben aber jetzt dann, glaube vor ein, zwei Jahren, glaube 2011 war es, sogar vor 3 Jahren schon, haben dann das Auto gewechselt auf die, ja, wie auch immer es hieß, ich habe gerade den Namen vergessen. Halt auf diesen komischen Honda da. Weil der um einiges mehr Leistung hat. Also aerodynamische Leistung. Motor ist der gleiche geblieben. Wobei, nein, der ändert sich auch. Der hat sich aufs DTM-Reglement geändert, dass die japanischen Hersteller in der DTM fahren könnten und die deutschen Hersteller in der japanischen GT-Meisterschaft, also JGTC. Ja, also vielleicht sehen wir in der Zukunft irgendwann mal Nissan, den ich hier gerade fahre in der DTM. Wäre eigentlich auch interessant zu sehen. GT6 Box wird überholt von jedem, weil er da unten AFK steht. Oder nach Dreher, keine Ahnung wieso. Mann, mein Abstand wird nicht größer, aber halt auch nicht kleiner. Alles, was ich mache, ist ein Halten. Nicht im Führenden, ich meine im Vergleich zu der Gruppe vor mir. Ich fahre auf deren Niveau, aber mit zu viel Abstand.
Der Führende fährt wieder alles in Grund und Boden. Aber es ist auch gar nicht mein Ziel, auf den Führenden zu fahren. Weil ich einfach keinen Supra habe, kann ich auch gar nicht um die vorderen Plätze kämpfen. Ist ja eindeutig eine Zweiklassengesellschaft. Supra und der Rest der Welt. Oh Mann. Bisschen scheiße gefahren, die Kurve. Ich glaube kaum, dass da noch so viel gehen wird. Vor allem deswegen, weil ich damit Probleme kriegen sollte, auf die Vordern aufzuholen. Weil mir einfach die Zeit wegläuft. Vor allem den Kaliber hätte ich vielleicht noch kriegen können, wenn es länger gedauert hätte, würde ich sagen. Auf den hole ich nicht stark auf. Na, vielleicht geht noch was. Wenn ich die letzte Kurve sehr gut fahre, hole ich ihn vielleicht noch ein. Nee, dafür war sie zu schlecht. Oh, schade. Ich habe gehofft, dass da noch was geht. Aber kann man nichts machen. Solange ich keinen Supra habe, kann ich halt nicht vorne ganz vorne mitkämpfen. Mal schauen. Und es gewinnt der GTR. Es gewinnt der GTR. Ich bin nicht bester Nicht-Supra. Ich bin sogar nur Dritter von den Nicht-Supras. Immerhin habe ich zwei Supra geschlagen, aber es gewinnt der GTR. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. So, Leute, jetzt bin ich mit noch einem Rennen GT500 zurück. Ja, mal schauen, was diesmal drin ist. Würmer, Startplatz hinten, weil wichtig und so. Ja, mal schauen, was wir reißen können. Ja, danke. Da kann ich natürlich nichts dafür, den ersten dreht's schon. Auch eine klasse Vorstellung von dem. Lass mal schauen, dass wir aus jedem Scharmützel draußen bleiben und nicht am Anfang in irgendeinen blöden Crash verwickelt werden. Ja, läuft okay. Da hinten dreht sich einer weg. Um mich rum überall die HSV Hondas mit ihrem Formel 1, alten Formel 1 ähnlichen Sound. Der eine ist da gerade gegen die Wand gefahren, der eine Honda. Hoffentlich kann ich im Windschatten bleiben, sonst bin ich direkt weg. Vorne fahren Zickzack, ey, lass doch die Scheiße. So schnell, dass ich die Kurve nicht schaffen kann. Das ist geil. Ja, mal schauen, wohin uns das Rennen jetzt bringt. Wir sind so. Ich bin gerade so das Glied zwischen Mittelfeld und. Bei eher sogar zwischen Führungsgruppe. Mittelfeld. Mit dem Kaliber zusammen. Die vorne sind nicht die Führungsgruppe und die hinter mir sind meiner Meinung nach aktuelles Mittelfeld. Wobei eigentlich sind wir das Mittelfeld, der Kaliber und ich. Und die hinter mir sind die Schlussgruppe und die vorne sind die Führungsgruppe. Oh verdammt, der Z1 hat Windschatten. Mal schauen, die Kurve gut gekriegt. Mehr oder weniger. Bin ein bisschen zu stark auf den Randstein. Der Kaliber vor mir macht einen Fehler, den ich aber nicht nutzen kann, weil ich noch zu weit weg bin.
Ah, schön rangebremst. Vor allem ist halt noch ein Supra. Das ist schön zu sehen. Jetzt könnte es einen Zweikampf geben, einen schönen vielleicht. Oh, da dreht es ein. Ja, damit bin ich erstmal Sechster. Und jetzt im Windschatten von dem Kaliber bleiben. Die Supra haben ja so viel mehr Leistung, das ist abartig. Ich frage mich, wo die die Leistung herkriegen. Noss ist ausgestellt, das weiß ich. Und trotzdem haben die Supra so viel mehr Leistung. Ich frage mich echt, woher? Es laggt da ein bisschen. Komm, jetzt muss ich eigentlich dann reinbremsen. Weil die Kurven sind die, in denen er schlecht ist. Ja, was war das jetzt? Ich soll aufhören, so rumzulaggen. So kann ich nicht gegen ihn kämpfen. Ich bin wirklich direkt hinten in seinem Getriebe. Mein Gott. Und ich komme nicht vorbei. Ist logisch, dass er zumacht. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass wir da durcheinander durchgefahren sind. Allerdings hat mich das jetzt auch ein bisschen rausgeworfen. Wichtig ist, später bremsen als er und die Kurve trotzdem besser kriegen. Ja, jetzt kann ich wegziehen. Oh, es ist schön. So, jetzt hoffen, dass der Vorteil von ihm nicht zu groß ist. Aber bis zur Ziellinie reicht es nicht und BÄM! Da sind wir Fünfter. Ja, läuft. Was haben wir vorne so an Führenden? Supra, Supra, Supra. Und sogar ein HSV in der Führungsgruppe. Und dann gleich ich und dann wieder Supra, Supra. Und dann noch zwei HSV. Ja, war auf jeden Fall eine ganz gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Ja, ich werde auch gerade angefragt, ob ich GTA oder auf irgendwas Bock habe. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Teil. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten wiedersehen. Servus Leute.